Camden. Das Herz der High Society in London. Dort findet man enorm hohe Mietpreise und viele Touristenattraktionen. Von außen betrachtet ist dies der perfekte Ort, in dem man in Frieden leben kann. Und genau das wollen auch die Politiker der Welt zeigen. Aber wenn man ein wenig genauer hinschaut, zum Beispiel in die Viertel mit den wenigsten Einkommen, dann merkt man ganz schnell, dass das Ganze ganz anders aussieht. Denn in Camden gibt es sozial benachteiligte Viertel, die nur eine Straße von Millionärsvillen entfernt sind. Und diese benachteiligten Viertel haben schon seit Jahren einen Gangkrieg, auf den wir heute eingehen werden. Camden ist ein Bezirk im Nordwesten von London. Und anders als bei anderen Gangkriegen in London, war es dort sehr lange ruhig. Bis zum Jahre 2016. Ein Mann namens Mercy wurde die Uhr von einem anderen Typen aus Camden abgezogen. Durch diese Aktion gibt es immer wieder ein Hin und Her zwischen den beiden Parteien, bis sich sogar Kindheitsfreunde zerstreiten und der Bezirk in zwei Camps aufgeteilt wird. Die eine Seite des Streites ist ein Zusammenschluss aus vielen Bezirken und dessen Gangs. Die Packwater Gang von den Packwater Estates, die QC Gang aus Queen's Crescent und Combo, eine Gang aus dem Regent Park und Cumberland Market. Sie tauften ihren Zusammenschluss 51st. 51st ist eine Anspielung auf ihre Postleitzahl, NW1 und NW5. Auf der anderen Seite des Streites steht die Active Gang, die vielleicht der ein oder andere durch die Musik kennt. Sie kommen aus den Elgar Groove Estates und haben ein Bündnis mit der CT1 und der NRB Gang. Und den Zusammenschluss der Gang nennen sie dann 71st. Und nach diesen ganzen Streitereien auf den Straßen entsteht dann ein Gangkrieg zwischen 51st und 71st. In Camden gibt es eine riesen Community aus Somalia, die meistens in den Elgar Estates wohnen. Die Gegend der 71st Gang. Und mit den Leuten aus Somalia sollte man sich besser nicht anlegen, weil sie am skrupellosesten von allen sind. Im Jahre 2017 haben dann zwei 71st Mitglieder mehrere Male auf drei Mitglieder der 51st Gang geschossen. Zwei der Beschossenen laufen daraufhin in ein Krankenhaus in der Nähe und während sie behandelt werden, wird die Polizei kontaktiert, die dann im Krankenhaus auftaucht. Als die beiden Verletzten das mitbekommen, springen sie während der Behandlung vom OP-Tisch und versuchen, immer noch schwer verletzt, vom Krankenhaus zu flüchten. Sie werden aber aufgehalten und nachdem sie Widerstand geleistet haben, verhaftet. Sie wollten so schnell vom Krankenhaus flüchten, weil alle schon vor der Tat von der Polizei wegen schwerer Körperverletzung gesucht wurden. Und natürlich hat diese Aktion der 71st Gang alles andere als gefallen. Sie wollen sofort Rache nehmen. Deshalb fahren sie zu den Elgar Estates und schießen einen Typen der gegnerischen Gang mit einer Pumpgun ins Gesicht. Wie durch ein Wunder überlebt der Angeschossene die Tat und kann sich noch selber ins Krankenhaus schleppen. Doch der Streit zwischen den Gangs eskalierte noch mehr und das wegen einer Tat, die nichts mit den beiden Gangs zu tun hatte. Im Februar 2017 schmeißt ein 16 Jahre junges Mädchen eine Hausparty in einer Airbnb-Wohnung in Kensington, West London. Das Mädchen hat mehrere Gangmitglieder eingeladen und sie gebeten, ihre Streitigkeiten zu Hause zu lassen. Ja klar, als wäre das so einfach. Auf der Party waren dann Leute aus ganz London. Doch eine Gruppe taucht uneingeladen auf. Einer aus der Gruppe ist das Gangmitglied der 51st Gang namens Duddy. Sie sind alle mit Waffen und Messer bewaffnet und auf Ärger aus. Doch der Abend endet für die Gruppe anders als gedacht. Sie werden von 20 Leuten, die auf der Party waren, gejagt, bis die Horde Duddy in die Finger kriegt. Sie stechen 13 Mal auf ihn ein und Duddy verstirbt aufgrund dessen. Wegen dieser Tat wurden wenig später vier 16 Jahre alte Jungs aus Hackney, Tottenham festgenommen und verurteilt. Nach dem Tod von Duddy will sich die 51st wieder mal rächen und sie machen sich mit einem gestohlenen BMW auf den Weg nach Hackney, die Gegend, aus der die Täter kommen. Sie suchen alle Bezirke ab, können aber keinen finden. Also fahren sie wieder zurück nach Camden. Und um ihrer Wut freien Lauf zu lassen, suchen sie dann einfach 71st Mitglieder auf. Bis sie ein Mitglied der gegnerischen Gang namens AK sehen und ihn grundlos das Leben nehmen. Doch als wäre das nicht genug. Nach der Tat fahren sie 2 Stunden lang weiter rum, um noch andere 71st Mitglieder zu erwischen. Und sie werden wieder fündig. Sie sehen ein 71st Mitglied, der sofort versucht zu flüchten. Er läuft in ein Taxi und fleht den Taxifahrer an, loszufahren. Doch der Taxifahrer weigert sich, sodass die Jungs aus der 51st Gang ihn schnappen, aus dem Auto ziehen und so oft auf ihn einstechen, dass auch er verstirbt. Innerhalb von 2 Stunden haben 2 Menschen ihr Leben grundlos verloren. Aufgrund der Tat wurden 6 51st Mitglieder lebenslänglich in Haft gesteckt. Im September desselben Jahres trifft dann ein 51st Mitglied namens Flip auf den großen Bruder von dem Jungen, der beim Taxi erstochen wurde. Die Situation eskaliert so doll, dass Flip
den Bruder des Ermordeten in den Hals, Arm und Rücken sticht, sodass auch er verstirbt. Ein Zivilpolizist, der die ganze Tat zufällig mit angesehen hat, verhaftet dann Flip, der jetzt mindestens 17 Jahre in Haft muss. Nach den ganzen Gewalttaten standen dann alle Gangmitglieder der beiden Gangs unter Observation und viele Jungs sind wegen diverser Taten verhaftet worden. Mit den ganzen Verhaftungen und der starken Polizeipräsenz kocht der Beef zwischen den beiden Parteien ein wenig ab, bis zum Jahre 2019. Das Jahr, in dem die meisten der 71st-Mitglieder wieder aus der Haft entlassen wurden. Und sie haben die drei Morde noch lange nicht vergessen. Also fängt das Ganze wieder von vorne an. Sie sehen um 1 Uhr morgens das 51st-Mitglied namens G-Squeeze und fahren ihn mit einem Auto um. Als er auf dem Boden liegt, steigen mehrere 71st-Mitglieder aus dem Auto aus und stechen mehrere Male seinen Körper und seinen Kopf, weswegen er bis heute nicht mehr gehen kann. Doch weil er nicht gestorben ist, haben sie einfach die nächsten gesucht. Im April 2019 laufen C-Miss und sein Cousin die Straßen entlang, als auf einmal ein gestohlenes Auto anhält und 4 71st-Mitglieder aus dem Auto springen. Sie jagen die beiden Jungs, die sich aufteilen. Die 4 Jungs laufen Miss hinterher, bis er stolpert. Die Angreifer stechen mehrere Male mit einer Machete auf Miss ein und flüchten dann, während Miss sein Leben verliert. Und als würde das nicht schon als Rache genug sein. Kurz nach der Tat releasen Mitglieder der 71st Gang einen Song namens Kongo. Den Song nannten sie so, weil der verstorbene C-Miss ursprünglich aus Kongo stammt. Sie rappen Zeilen wie: Wir rauchen unser Weed aus Kongo und nicht aus Cali. Eine ganz klare Ansage, worauf die 51st Gang beschließt, auf jeden zu schießen, der aus Somalia kommt. Und daraus entsteht dann wiederum ein Rassenkampf zwischen den Einwanderern aus Somalia und den anderen afrikanischen Ländern. Im August 2019 geht der Streit dann wieder in die nächste Runde, als wieder mal 6 Mitglieder der 71st Gang mit einem geklauten Auto auf der Suche nach Gegner sind, bis sie einen jungen Mann namens Culprit und seinen Freund sehen. Als Culprit die Jungs entdeckt, können sie noch flüchten. Doch die 71st Jungs haben so lange weitergesucht, bis sie Culprit wiedergefunden haben. 3 Jungs haben ihn daraufhin gejagt, während er um sein Leben rannte. Er versuchte noch, in irgendwelche Häuser reinzukommen, aber niemand hat ihm die Tür geöffnet, bis die Jungs ihn schnappen konnten. 2 der Jungs hielten ihn fest, während der dritte mit einer Machete mehrere Male in seine Brust stach. Augenzeugen berichten, dass die Täter dann lachend geflüchtet sein sollen. Shit. Und dreimal dürft ihr raten, was die 51st Gang daraufhin gemacht hat. Richtig, sie haben sich wieder mal gerecht. Und im selben Monat gab es deshalb mehrere Stechereien. Im September erreicht der Streit dann seinen Höhepunkt. Innerhalb von 5 Tagen wurden 3 Leute ermordet. Einer der Opfer war ein junger Mann, der aus einem ganz anderen Bezirk kam und einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Er wurde mit einem 51st-Mitglied verwechselt und bei einem Drive-By erschossen. Und nur eine Stunde davor wurde eine Frau nur ein paar hundert Meter entfernt erstochen. Und 4 Tage später wurde ein 71st-Mitglied das Opfer von einer Machetenattacke und verstarb. Und das mitten an einer belebten Bahnstation. Viele haben von diesen ganzen Sachen überhaupt nichts mitbekommen, bis ein Gangmitglied der 71st Gang namens Suspect anfängt, Drillmusik zu machen und sehr respektlose Diss-Songs gegen die gegnerische Gang zu releasen. Die Songs sind so respektlos, dass die Polizei fast jeden Song, den er hochlädt, gleich wieder löschen lässt. Checkt den Song Duckout von ihnen ab. Dann wisst ihr, wieso die Polizei so radikal gegen die Songs vorgeht. Doch bis heute ist bei dem ganzen Gangkrieg kein Ende in Sicht. Wisst ihr, was mich am meisten schockiert? Wir reden hier von England. Ein Land, das nicht weit von uns entfernt ist. Ich lese oft Kommentare, in denen steht, dass Deutschrapper ja nicht real sind und es überall heftiger ist als in Deutschland. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wollt ihr etwa, dass solche Gangs nach Deutschland schwappen? Ich glaube, das will keiner von uns. Also, seid lieber froh, dass wir keine Hip-Hop- oder Straßenszene haben, die von Gangs beherrscht wird. Bei dem obersten Video kommt ihr zur Doku zu Chief Keef. Und bei dem untersten Video kommt ihr zur Dokumentation zum Beef zwischen Ice Cube und Cypress Hill, bei denen Ice Cube seine Kette abgezogen wurde. Bleibt gesund, folgt mir auf Instagram, wenn ihr Bock habt, und wir hören uns beim nächsten Video. Gerne.